Also, Herr Ritter, nachdem Sie sich nun mit meinem Klienten so wunderbar geeinigt haben, brauche ich von Ihnen nur noch die 180.000 Reichsmark. Ich gebe Ihnen Dokumente und Schlüssel und das Haus gehört Ihnen. In Ordnung, Herr Ziegler. Es sollten jeweils immer Bündel zu 20.000 sein. Das wäre dann der letzte Stapel. Alles in Ordnung. Das sind die Baupläne, natürlich der Originalgrundriss. Und das hier ist sogar noch die originale Besitzurkunde von 1841. Unterzeichnet von Graf Ferdinand von Falkner, höchstpersönlich. Zweifellos, Herr Ziegler. Sagen Sie, kennen Sie eigentlich noch ein paar mehr Daten zum Anwesen? Es ist doch nicht möglich, dass so ein großes und einstmal schönes Gebäude tatsächlich seit 1850 leer steht. Ja, es stand tatsächlich bis 1873 leer. Dann zog ein Geschäftsmann mit seiner Tochter ein. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Er starb 1869. Sie lebten dort bis 1880, der Geschäftsmann mit seiner Tochter. Ja, dann verschwanden sie spurlos. Seitdem steht das Herrenhaus leer und verfällt langsam. Aber jetzt sind ja Sie da. Naja, ich werde die Bude schon wieder in Schwung kriegen. Mit dem Schloss meiner Vorfahren habe ich das ja auch geschafft. Ach was, Sie besitzen bereits ein Schloss? Ich selbst nicht direkt, aber mein ältester Bruder Christian ist Eigentümer von Schloss Ritter in Rittersberg. Sie sind einer der berühmten Ritters aus Rittersberg. Faszinierend. Wenn Sie das sagen... Aber mein Bruder und ich sind uns in etlichen Dingen nicht ganz einig. Ich bin jetzt dann froh, wenn ich mein Haus an der Reichsgrenze beziehen kann. Ja, wie das eben manchmal so ist, Herr Ritter. Naja, ich will Sie jetzt gar nicht länger aufhalten. Haben Sie eine gute Reise und viel Freude mit Ihrem neuen Anwesen. Dankeschön, Herr Ziegler. Sieht's wohl auch noch.
Franz, da hast du dir eine ganze Menge Arbeit eingehandelt. Die Möbel sind tatsächlich noch alle abgehängt. Ich frage mich, was 1880 hier los war. Ich jetzt? Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Geht hier einfach die Wasserleitung an. Naja, ein, zwei Monate werde ich es hier schon so aushalten müssen. Ich muss erstmal Handwerker finden. Gibt's doch nicht. Es kann doch eigentlich nur das Mädchen sein, das 1880 verschwunden ist.